Nun zunächst einmal Überraschung bei Anpfiff im Düsseldorfer Rheinstadion. Fortuna zu erkennen an den weißen Trikots ohne Manfred Bockenfeld. Seine schwangere Frau wurde heute Morgen ins Krankenhaus eingeliefert. Bockenfeld fühlte sich nicht in der Lage, in diesem wichtigen Spiel dabei zu sein. Nur bei Nürnberg fehlte Eckstein wegen einer Knieverletzung. 30 Sekunden sind gespielt im Düsseldorfer Rheinstadion. Sven Demand und Dusend. Das 1:0 nach 45 Sekunden. Welch ein Auftakt für die Düsseldorfer, so dachte auch wohl Trainer Gerd Meyer. Schauen wir uns die verlangsamte Wiederholung an. Hans-Jürgen Brunner kann nicht mehr eingreifen, denn dieser geschickte Flachschuss unhaltbar für Köpke. Hier der Torschütze Ralf Dusend. Das Gefühl natürlich der Fortuna, die eigentlich ja nicht in der Lage ist, selber das Spiel zu bestimmen. Sie spielt lieber aus der Defensive. Und so musste Nürnberg kommen, die erste Möglichkeit des ersten FCN, hier gesehen durch Andersen. Jetzt natürlich Spielvorteile für die Franken, die jetzt mächtig Druck machten. Doch Kargus, auch heute ein großer Rückhalt für die Düsseldorfer. Es fiel auf, dass gerade der erste FC Nürnberg von der Spielanlage einfach reifer war. Nun, das sind nicht die schlechten Leistungen bei der Fortuna, die sich da etwa auf die Ränge niedergeschlagen haben. Nein, der Umbau für die Europameisterschaft im nächsten Jahr hat bereits begonnen. Und wieder die Nürnberger. Hier ein Foul von Kaiser an Schwabel. Schwabel in den ersten 45 Minuten mit sehr viel Bewegungsfreiheit. Weikel deckte ihn für meinen Geschmack nicht eng genug. Und Freistoß. Stefan Reuter. Und Giske. Der Ausgleichstreffer nach 30 Spielminuten. Auch hier nochmal die verlangsamte Wiederholung. Reuters genau getimter Freistoß und dieser wuchtige Kopfball. Im Übrigen der erste Saisontreffer vom Mannschaftskapitän Anders Giske. Nürnberg weitere mit den besseren Möglichkeiten. Andersen. Und wir sind jetzt wenige Minuten vor der Pause. Fortuna jetzt druckvoller. Das war Andreas Keim, der sich damit in das Angriffsspiel eingeschaltet hatte. Er war eigentlich für die Bewachung von Andersen zuständig. Und der Ball ist noch gut. Sepp Weikel. Und wieder Keim. Halbzeitstand 1:1. Und wo war Andersen in diesen Situationen? Das dachte auch wohl Trainer Höhr. Er wechselte ihn aus, brachte Rudi Stenzel für den Norweger. Doch das Spiel wurde eigentlich nicht besser. Der kämpferische Einsatz auf beiden Seiten ließ doch sehr, war doch sehr zu vermissen. Und Düsseldorf weiterhin umständlich, da mussten Konsequenzen gezogen werden. Ein Denkmal ging vom Platz, Zewe, für ihn kam Krümpelmann. Und der erste FC Nürnberg. Reuter und Kargus. Und nochmal Reuter. Wird er attackiert von Blättel? Doch Schiedsrichter Umbach entscheidet nicht auf Strafstoß. Er hat wohl gedacht, der Reuter ist bei der Bundeswehr Flieger und kann deshalb die Schwalben sehr gut. Aber schauen wir uns das Foul nochmal an. Reuter etwas ungeschickt von Blättel attackiert. Ich finde, hier kann man durchaus Strafstoß geben. Nun Spielstand weiterhin 1:1. Eckball Düsseldorf. Kalle Delhaie. Und auf der Linie rettet Lieberwirt, der inzwischen für Geier in die Mannschaft gekommen war. Das ist wieder Lieberwirt. Etwas ungestüm und hart, wie er gegen Krümpelmann hier vorgegangen ist. Keine Frage, gelbe Karte. Aber ansonsten war es ein faires Spiel. Schiedsrichter Umbach hatte keine Probleme mit dieser Begegnung. Freistoß Dean Thomas. Und wieder die große Möglichkeit zum dritten Mal also für Andreas Keim. Das war so die beste Zeit der Düsseldorfer, so zwischen der 65. und 75. Spielminute. Hier zeigte sich, dass die Mannschaft des ersten FC Nürnberg durchaus anfällig ist in der Abwehr. Der Pfostenschuss von Dusend. Und immer dann, wenn Düsseldorf Druck machte, stellten sich auch Gelegenheiten ein. Kaiser hatte hier verzogen. Doch dann in der Schlussphase der Begegnung Möglichkeiten wieder für den ersten FC Nürnberg, bei dem man einfach den letzten Einsatz an diesem heutigen Tag vermisste. Lieberwirt, Glück für Kargus.
Die 93. spielen. Düsseldorf mit dem letzten Willen. Und vielleicht auch der letzten Kraft. Köpkes Rettungsaktion, der Nürnberger Schlussmann fehlerfrei am heutigen Tag. Ebenso Kargus auf der anderen Seite. Blättel, er stand immer am ersten Pfosten, leitet die Kopfbälle weiter. Keim, Preetz in der Mitte, der inzwischen eingewechselt war. Krümpelmann, die letzte Möglichkeit. Es blieb schließlich beim 1:1. Ein Ergebnis, das eigentlich beiden Mannschaften nicht dient. Weder Düsseldorf für die Relegation, noch Nürnberg mit der letzten Chance für den UEFA-Cup-Platz. Das war es ja aus Düsseldorf. Zurück nach Köln zu Heribert Fassbender.